Herzlich willkommen zu Radio Gustav. Das ist Österreichs erster automatisierter Podcast. Hier gibt es die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien zum Nachhören. Das ist ein KI-generierter privater Service ohne Beteiligung des Innenministeriums oder anderer staatlicher Stellen. Sie hören Radio Gustav von Dienstag, dem 8. Oktober 2024. Ich verlese Ihnen nun die neuesten Pressemeldungen der Landespolizeidirektion Wien. Nachtrag: Mann tot in Wohnung aufgefunden. 7. Oktober 2024, 10 Uhr Vorfallsort, Wien-Favoriten. Am 7. Oktober 2024 wurde mittels Presseaussendung über einen Mann berichtet, der in einer Polizeiinspektion in Oberösterreich angegeben hatte, dass eine männliche Person tot in seiner Wohnung in Favoriten liege. Eine Nachschau in der Wohnung bestätigte die Angaben. Die Beamten fanden einen bislang unbekannten männlichen Leichnam, welcher Verletzungen aufwies, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Das Landeskriminalamt Wien übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen. Der Anzeiger, ein 45-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde als dringend tatverdächtig festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Axt, wurde in der Wohnung sichergestellt. Im Zuge der Vernehmung gab der Tatverdächtige an, das Opfer sei ein Bekannter, zu dem er gelegentlich Kontakt gehabt habe. Vor der Tat habe er Alkohol und Drogen konsumiert, an die Tat selbst könne er sich jedoch nicht erinnern. Die Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Identität des Opfers, dauern noch an. Alkoholisierte wollten Lokal nicht verlassen. Widerstand gegen die Staatsgewalt. 7. Oktober 2024, 14.15 Uhr, Vorfallsort, 2. Bezirk, 100 Beamte der Polizeiinspektion von der Nüllgasse wurden von einer Kellnerin gerufen, dass sich zwei alkoholisierte Gäste weigerten, das Lokal zu verlassen. Ein 47-jähriger Staatsangehörigkeit, Rusföt, soll sofort beim Eintreffen der Beamten begonnen haben, diese lautstark zu beschimpfen. Trotz mehrerer Abmahnungen und Androhung der Festnahme beruhigte sich der 47-Jährige nicht. Als die Beamten die Festnahme aussprachen, soll der Tatverdächtige einen Polizisten unvermittelt gegen den Oberkörper getreten haben. Dadurch wurde der Beamte verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Eine Vernehmung war wegen des aggressiven Zustandes des Tatverdächtigen nicht möglich. Der 47-Jährige wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Festnahmen nach Raubdelikten durch Jugendliche. 7. Oktober 2024, 23.15 Uhr, Vorfallsort, 3. Bezirk, 100. 10 gestern Abend erreichten die Wiener Polizei in kurzen Abständen Notrufe mehrerer Opfer von Raubdelikten im 100 Bezirk. Diese gaben übereinstimmend an, auf der Straße von drei jungen Männern in schwarzen Sturmmasken mit Schusswaffen bzw. Messern bedroht und ausgeraubt worden zu sein. Anschließend seien die Täter auf E-Scootern geflüchtet. Im selben Zeitraum berichtete ein Zeuge von mehreren Schussabgaben durch drei männliche Jugendliche auf E-Scootern in unmittelbarer Nähe der Tatorte. An der umgehend eingeleiteten Fahndung beteiligten sich Beamte der Stadtpolizeikommanden Simmering und Favoriten sowie Kräfte der Bereitschaftseinheit, der Weger und der Polizeidiensthundeeinheit. Trotz dem Versuch, sich der Anhaltung zu entziehen, gelang es den Beamten kurze Zeit später, alle drei Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Dabei wurde ein Polizist verletzt, der den Dienst aber fortsetzen konnte. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Jugendliche, 16 Jahre Staatsangehörigkeit Türkei und 17 Jahre STB Österreich, und einen jungen Erwachsenen, 18 Jahre Staatsangehörigkeit Türkei,
Im Zuge der Personendurchsuchungen wurden Schreckschusspistolen und Messer, geringe Mengen Suchtgift sowie die zuvor geraubten Gegenstände sichergestellt. Gegen alle drei jungen Männer wurde wegen des Verdachts des mehrfachen schweren Raubes Anzeige erstattet und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 18-jährige Tatverdächtige, der bei seinem Fluchtversuch mit dem E-Scooter gezielt auf einen der Beamten zugefahren war und diesen gerammt hatte, wurde überdies wegen Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der versuchten schweren Körperverletzung sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Festnahme nach räuberischem Diebstahl, Polizist verletzt. 7. Oktober 2024, 16 Uhr. Vorfallsort, 1. Bezirk, Wien, Bahnhof Praterstern. Ein 68-jähriger Tatverdächtiger, Staatsangehörigkeit Ukraine, soll gestern nachmittags in einer Supermarktfiliale am Bahnhof Praterstern einen Ladendetektiv angegriffen haben, nachdem er durch diesen bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl angehalten wurde. Im Zuge der Sklärung durch die herbeigerufenen Beamten verhielt sich der Tatverdächtige immer aggressiver und soll versucht haben, einem Beamten einen Stoß zu versetzen. Der 68-Jährige wurde daraufhin trotz heftiger Gegenwehr festgenommen. Im Zuge der Festnahme wurden ein Beamter und der Tatverdächtige verletzt. Der Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Gegen den 68-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, räuberischem Diebstahl und schwerer Körperverletzung ermittelt. Der Tatverdächtige befindet sich im Polizeigewahrsam. Festnahme: suchtgiftbeeinträchtiger Pkw-Lenker entzieht sich der Anhaltung. 7. Oktober 2024, 21.10 Uhr, Vorfallsort Wien, Hufelandgasse, auf einen Pkw aufmerksam, der eine Kreuzung vorschriftswidrig bei Gelblicht übersetzte. Als die Beamten dem Pkw-Lenker Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser und flüchtete Richtung Breitenfurter Straße stadtauswärts. Der flüchtige Lenker setzte trotz der Nachfahrt durch mehrere Streifenwegen seine Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit und über mehrere rote Ampeln fort. Es konnte bereits festgestellt werden, dass die Kennzeichentafeln des Pkw als gestohlen gemeldet waren. Mehrere unbeteiligte Pkw sowie Passanten wurden durch die Flucht massiv gefährdet und konnten Kollisionen nur knapp verhindern. Im Bereich der Hadiggasse rammte der Lenker einen quergestellten Streifenwagen und fuhr auf einen Beamten zu. Dieser gab mehrere Schüsse aus seiner Dienstwaffe ab. Schließlich konnte der Pkw in der Kaltenbeckgasse angehalten werden. Der 18-Jährige, Staatsangehörigkeit Kroatien, ohne Lenkberechtigung ließ sich in weiterer Folge widerstandslos festnehmen. Im Fahrzeug wurden mehrere Säckchen mutmaßliches Kokain und eine Schreckschusspistole vorgefunden und sichergestellt. Ein Amtsarzt stellte eine Suchtgiftbeeinträchtigung des 18-Jährigen fest. Nach der Vernehmung wurde der 18-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall. Das waren alle Meldungen des heutigen Tages. Und das war Radio Gustav. Bei Rückfragen zu den Meldungen wenden Sie sich bitte direkt an die LPD Wien. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Das waren die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien. Radio Gustav sagt Danke fürs Zuhören. Feedback bitte an office@radiogustav.at. Missing Link.